In meinem Job ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Und das geht am besten aus der Luft. Meine heutige Aufgabe als Drohnenpilotin von Nexplor, das ist die Innovationsplattform von Hochtief, ist es, das gesamte Baufeld der Rheinbrücke über die A40 in Duisburg mit meiner Drohne aufzunehmen. Diese Brücke wird von Hochtief neu gebaut und dafür wird einiges an Daten benötigt. Diese Daten kann ich super schnell mit der Drohne aufnehmen. Sie werden dann genutzt, um die riesigen Massen an Erde und Baumaterial zu bestimmen, die auf der Baustelle bewegt werden. Morgen, Andreas. Hallo, Anke. Bevor ich mich tatsächlich auf den Weg zur Baustelle mache, muss ich einiges vorbereiten. Ich spreche zum Beispiel mit meinen Kollegen von der Baustelle genau ab, welche Daten gebraucht werden und wofür sie genutzt werden sollen. Vielleicht so in 50 Metern. Dann hast du dann nochmal eine höhere Auflösung. Danke dir, ja. Normalerweise sind schon alle Missionen geplant, bevor ich auf die Baustelle komme. Dieses Mal plane ich noch eine weitere Flugmission, um den Bereich südlich der Autobahn, einen kleinen Bereich, nochmal genauer abzudecken. So, dann ist alles fertig geplant und es kann losgehen. Bevor ich mit dem eigentlichen Flug beginnen kann, muss ich erst nochmal überprüfen, dass alle Einstellungen meiner Mission entsprechend sind. Das heißt, ich schaue, ob die Kameraeinstellungen passen, ob die Flughöhe und die Geschwindigkeit passt. Dann überprüfe ich nochmal, ob die Drohne ausreichend GPS-Signal hat. Ich mache noch vorher einen kurzen Luftraumcheck, ob keine anderen Fluggeräte in der Nähe sind. Sobald das der Fall ist und alles passt, kann ich dann mit der Drohne tatsächlich starten. Wir brauchen ca. 4 Stunden, um das gesamte Baufeld abzudecken. Ein Vermessungsteam wäre da wesentlich länger unterwegs. Hier liegt der große Vorteil der Befliegung. Wir sparen sehr viel Zeit während der Datenaufnahme und niemand muss sich in gefährliche Situationen, in unwegsames Gelände oder auf stark befahrene Autobahnen bewegen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Dinge aus der Luft aussehen. Zum einen lassen sich natürlich technische Fragestellungen viel leichter beantworten, wenn man einen Überblick über das Baugeschehen bekommt. Außerdem erweitert es auch meinen eigenen Horizont, die Dinge mal aus der Luft zu betrachten. Neben der Vermessung von Oberflächen durch diese Luftbildaufnahmen oder das Laserscanning gehört auch die Inspektion von schwer erreichbaren Stellen zu den Aufgaben einer Drohnenpilotin. Je nachdem, was gerade gefordert ist, kann die Drohne sehr nah an hohe Strukturen heranfliegen, wie zum Beispiel Brücken oder Türme, und entsprechend detaillierte Fotos oder Videos erzeugen. Heute geht es allerdings darum, die Geländeoberfläche zu vermessen. Dafür macht die Drohne in einem definierten Abstand Fotos, die dann später zu einer dreidimensionalen Punktwolke zusammengefügt werden. Nexplor wird für die Drohnenvermessung in Zukunft nicht nur die Luftbilder einer Drohne nutzen, sondern auch einen Laserscanner, der an einer größeren Drohne angebracht wird und der die Punktwolke bereits während des Fluges aufnehmen kann. Später im Büro geht es dann an die dreidimensionale Rekonstruktion. Direkt nach der Landung habe ich schon die Qualität der aufgenommenen Fotos überprüft. Jetzt mache ich mich dann an die tatsächliche Auswertung der Daten. Aus den Fotos wird hier mit einem komplizierten Algorithmus eine Punktwolke erstellt. Mit den Oberflächenmodellen und Karten werden dann im Weiteren Erdmassen berechnet. So, die Daten sind im Kasten und ich mache mich auf den Weg nach Hause. Bin mal gespannt, was sich so bis zum nächsten Flug auf der Baustelle getan hat. Thank you.